Hallo, Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für die erste Woche Januar für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Wassermann. Hinter dem Deck haben wir einen Ritter der Kelche, Wassermann. Einen Ritter der Kelche deutet schon auf eine Versöhnung. Ja? Irgendwie erste Woche Januar eine gewisse Nachricht, wie auch immer eine Nachricht oder eine Kommunikation sieht man hier schon von einer Person, die sich versöhnen möchte. Fünfte Kelche, also eine Person ist irgendwie traurig. Eine Person ist traurig, eine Person vermisst dich. Eine Person trinkt sogar viel, weil nicht an dich denken möchte. Eine Person bereut eine bestimmte Situation. Es gibt hier eine Nostalgie. Ja, eine Nostalgie von einer Person, die sehr viel an dich denkt. Und diese Person möchte sich sogar in manchen Fällen entschuldigen bei dir. Ja? Es kann möglich sein, dass jemand sich entschuldigen möchte. Und diese Person, wie gesagt, ist sehr traurig. Ja? Und diese Person ist traurig und verstehe nicht, dass du dich nicht mehr meldest und verstehe nicht, dass du irgendwie nicht mehr kommunizierst. Diese Person irgendwie weiß nicht, was. Also, Sternzeichen Zwilling ist hier sehr präsent, Zwilling, Krebs sogar. Es gibt hier ein Gefühl von eine starke Anziehung, muss ich schon sagen. Ich sehe hier schon Seelenpartner. Aber diese Person staunt, ja, staunt, dass du dich nicht mehr meldest, dass du ihn nicht mehr, ihn oder sie nicht mehr suchst, ja, dass du halt so in dieser Stille bist und gar nicht kommunizierst. Es gibt hier eine Person, Wassermann, die sich wirklich diese erste Woche Januar eine kleine Nachricht dir senden wird. In manchen Fällen sogar kommt diese Person bis zu dir nach Hause. Denn ja, in manchen Fällen schon. Wenn du diese Person blockiert hast über soziale Netze, diese Person wird dich suchen, ja. Schau mal, welche Karten gekommen sind. Zwei der Schwerter, neun der Schwerter und sieben der Stäbe. Ja. Wie gesagt, ich habe gerade über eine Blockade gesprochen, ja. Also es kann möglich sein, dass du eine Person über soziale Netze blockiert hast. In manchen Fällen. Deswegen gibt es hier oder gab es gar keine Kommunikation zu der Person. Ja, und die Blockade ist ja da. Diese Person nochmals denkt total viel an dich. Es gibt hier jemanden, die wirklich an dich ständig denkt und dich nicht vergessen kann, dich sehen möchte, dich liebt. Ich sehe hier Liebe. Ja. Also, diese Person liebt dich schon, ja. Also, was da jetzt war, weiß ich nicht. Vielleicht sehen wir uns, ja, ich denke, es gibt hier eine dritte Person oder gab eine dritte Person. Zumindest gab eine dritte Person. In manchen Fällen gibt es hier jetzt eine Scheidung, eine Trennung. Die Person hat sich getrennt oder wie auch immer. Diese Person hier, die ich hier habe, kann, also sogar weint, also hat schlaflose Nächte. In manchen Fällen sogar eine Depression, tatsächlich. Ja? Einer Person hier geht es nicht gut. Und diese Person wird alles Mögliche machen, um bis zu dir zu kommen und mit dir irgendwie. Diese Person wird es nicht locker lassen. Das kann ich dir sagen, Wassermann. Diese Person wird es nicht locker lassen. Wir reden über einen Wunschpartner. Ja, kann das natürlich eine andere Person sein, was mit deiner Familie zu tun hat? Ja, also es kommt drauf an. Es muss nicht immer für einen Wunschpartner reden, aber ich sage dir, eine Person hier leidet. Eine Person leidet. Eine Person
Wird alles Mögliche machen, weil diese Person hat, zeigt auch eine starke Anziehung für dich. Aber auch Gefühle sind hier zu spüren, Wassermann. Ja, Gefühle sind auch da zu spüren. Schauen wir mal weiter. Wow, wow, wow. Geforte. Sag ich dir schon, ja. Wow, wow, wow. Wassermann. Siebende Schwerter. Die Strategie ist ja da. Also, es gibt hier der Magier nochmals, Wassermann. Sternzeichen Zwilling oder sogar Wassermann wie du. Also Sternzeichen Wassermann, Sternzeichen Zwilling. Luftelement sehr präsent bei dir. Und ja, Wasserelement nämlich auch. Das muss ich dir schon sagen. Wasserelement auch. Sternzeichen Skorpion. Ist sehr präsent hier. Skorpion, aber Fische und Krebs nämlich auch. Steinbock. Fische sehr präsent bei dir. Fische, Steinbock und die Arbeit ist auch hier zu sehen. In manchen Fällen gibt es hier eine Verbindung durch die Arbeit. In manchen Fällen. Ja? Also Wassermann, nochmals. Es gibt hier eine Person, die du jetzt sehr lang kennst. Du kennst die Person sehr lang. Es war sehr, die Situation hier zeigt sich auch langsam. Ich sehe in manchen Fällen nochmals eine dritte Person. In manchen Fällen nicht, ich sehe eine dritte Person. Schau mal bitte in der Mitte. Vier der Kelche. Du siehst ja. Optionen sehe ich natürlich auch. Ja, Wassermann. Optionen sind da, das heißt für mich. Du zweifelst, in manchen Fällen, in die erste Woche Januar, zweifelst du oder fühlst du dich mit einer Situation nicht so ganz zufrieden, weil entweder hast du jetzt eine neue Person, ja, es gibt eine neue Person in deinem Leben und jetzt kommt aber jemand von deiner Vergangenheit. Eine Person, die dich nicht vergessen kann, eine Person, die wirklich sehr stark an dich denkt, dich vermisst, dich liebt. In manchen Fällen rede ich über eine Person, die dich tatsächlich liebt und leidet. Ja. Diese Person möchte sich versöhnen und diese Person wird alles Mögliche machen. So gut wird dir die Situation nicht gefallen. Also irgendwie wird diese Situation für dich nicht so angenehm sein. Ich rede über eine unerwiderte Liebe. Irgendeine unerwiderte Liebe gibt es hier. Und die Person, wie gesagt, es macht Mühe vielleicht die Situation mittlerweile. Es macht Mühe, weil es gibt hier eine Situation, die sich oft das wiederholt in manchen Fällen. Ja? Also eine Situation, die immer, eine Person, die immer wieder kommt und wieder geht, eine Situation, die sich oft das wiederholt. Ich sehe hier eine Person, die schon in einer Beziehung in manchen Fällen ist. Ja. Also, ich sehe hier gewisse, wie sage ich, Lügen. Es gibt hier Lügen in manchen Fällen. Schau mal bitte jetzt hier. Also die Herrscherin, der Puppe der Münzen und die Karte der Tod. Es gibt hier eine klare Transformation. Die Karte der Tod deutet auf eine Transformation, deutet aber auch auf ein Ende. Ein Ende mit einer Beziehung. Ich sehe hier Altersunterschied. Altersunterschied, Wassermann. Sonst rede ich über eine Mutter. Also hier sehe ich eine Mutter. Eine Person, die selbstständig ist. In manchen Fällen eine Person, die von zu Hause aus arbeitet, sehr viel Erfolg zeigt, Familie hat. Aber wie gesagt, die Herrscherin braucht eigentlich niemand. Ja, die Herrscherin ist eine Person, die sich vollkommen fühlt. Ja? Und irgendwie vielleicht sogar ein neues Projekt angefangen hat, ein neues Projekt, eine neue Arbeit, selbstständig ist. Und irgendwie eine totale Transformation auch in seinem Leben hat. Natürlich kann das deine Energie sein, Wassermann, ja? Dass du dein Leben total transformiert hast, dass du momentan sogar in manchen Fällen mit einer neuen Person bist. Ja? Ich sehe nämlich hier Möglichkeiten. Möglichkeiten sieht man schon hier. Weil schau mal, was ich hier habe.
Die Nummer 7, schau mal bitte jetzt hier. Die Nummer 7 der Kelche, 7 der Stäbe und 7 der Schwerter zeigt sich oft das. Ja? Die Nummer 7, 7, 7. Eine Nummer, die du, schau mal, eine Nummer, die du über Internet suchen darfst. Es gibt hier eine wichtige Botschaft für dich. Schau mal, die Karte der Tod, 7 der Kelche, 7 der Stäbe. Es gibt hier schon eine Person, wo du bereits schon einen Schluss gemacht hast, die auch Optionen hatte, also irgendwie die Optionen sieht man überall hier, muss ich schon sagen. Es gibt jemand hier, die nicht locker lassen wird. Eine Person wird alles Mögliche machen, um irgendwie mit dir zu kommunizieren. Die Person möchte sich bei dir versöhnen, mit dir versöhnen. Was ich spüre, Wassermann, ich spüre, dass du dich in eine Defensive stellst, ja? Also, das wird dir nicht unbedingt zu sehr gefallen. Du wirst dich auf eine Defensive stellen. Warum? Nochmals, weil in manchen Fällen hast du jetzt eine neue Person kennengelernt. In manchen Fällen bist du jetzt in einer Beziehung mit einer neuen Person, ja? Die Person kennst du jetzt durch die Arbeit und du hast einfach eine neue Person kennengelernt, ja? Die sehr wichtig für dich ist, also die Person ist sehr wichtig, wir reden über eine hübsche Person, eine wichtige, also wie gesagt, eine Person, die selbstständig ist, finanziell sehr viel Erfolg oder viel Reichhaltigkeit zeigt. Also es gibt hier irgendwie eine sehr positive Situation in deinem Leben, die neu, es ist neu und es kann natürlich mit einer neuen Person zu tun haben. Ja? Es kommt hier eine kleine Transformation. Wassermann, das Gefühl ist, dass jemand hier sich auf eine klare Defensive stellen wird. Eine klare Defensive. Schau mal bitte jetzt hier. Irgendwie. Also erste Stäbe, aber erste Stäbe kam ja auf den Kopf, ja? Und das ist nicht positiv, ne? Das ist natürlich gar nicht positiv. Wassermann, ich weiß nicht jetzt genau, aber die Sache ist, ich spüre hier eine komplizierte Sache. Mit zwei der Schwerter sehe ich hier eine Situation, wo irgendwie mit einer Blockade zu tun hat, eine komplizierte Entscheidung, die man da hat. Also es zeigt sich schon kompliziert, diese Entscheidung. Und irgendwie, ich sehe aber hier eine Herrscherin, die eigentlich in eine bestimmte neue Situation nicht so motiviert ist. Ja? Also die Herrscherin ist eine ermächtigte Energie. Eine ermächtigte Energie. Die Herrscherin, wie gesagt, ist eine Person, die sich vollkommen fühlt, niemanden braucht, viel Stabilität zeigt, selbstständig ist. Also alles Positive kann man über die Herrscherin sagen. Und immerhin, Wassermann, die Herrscherin kommt nicht immer so oft in den Legungen. Ja? Also wenn die Herrscherin kommt, ist ja eine wirklich positive Energie. Aber begleitet mit Aste Stäbe, und wenn ich dir ehrlich bin, Aste Stäbe ist auf dem Kopf, das muss ich dir schon sagen. Aste Stäbe ist auf dem Kopf. Begleitet mit dieser König, mit dieser Herrscherin ist nicht positiv, deswegen zeigt sich die Blockade. Irgendwie gibt es hier etwas, was man nicht so klar sehen kann. Es hat mit einer neuen Person zu tun oder einer neuen Situation. Wassermann. Ja, und das spricht hier für die Herrscherin. Irgendeine neue Situation gibt es hier, wo du etwas nicht sehen kannst. Du kannst hier nicht alles so klar deutlich sehen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja. Irgendetwas stimmt hier nicht.
kann über ein Geheimnis reden, ich kann über sogar in manchen Fällen über eine dritte Person reden. Die Intuition ist hier zu sehen, muss ich dir schon sagen, Wassermann. Die Intuition ist hier sehr präsent bei dir und diese Intuition sehe ich in diesem Vier der Kelche, sehe ich schon die Intuition und in diese hohe Priesterin. Die Sache ist, du intuierst etwas, was dir nicht gefällt. Irgendwie so, einfach so. Du intuierst etwas, was dir nicht gefällt. Und was das genau ist, kannst du nicht erklären. Also sehr wahrscheinlich kannst du dir selbst nicht erklären, was das ist, was dir nicht gefällt. Ja? Aber es ist so. Und es hat mit einer neuen Person in manchen Fällen zu tun, die du neu kennengelernt hast. Es gibt etwas, was dir nicht so deutlich ist. Ich sehe hier eine klare Transformation in dieser Situation, Wassermann. In manchen Fällen sehe ich ein Ende. Warum? Weil hier Optionen gibt. Es gibt auch Optionen. Aber das ist sicher. Ja? Also das Wort, dass man hier mehrere Möglichkeiten sieht oder mehrere Optionen sieht, ist deutlich. Ist deutlich. Und irgendwie gibt es hier, wie gesagt, diese gewisse Defensive, irgendwie. Wassermann. Wie deine Situation, wie das mit deiner Situation spricht, weiß ich nicht. Aber diese Blockade ist da, ist deutlich. Es gibt hier eine klare Blockade. Eine klare Blockade. Es gibt hier eine klare Blockade. Wassermann, also in manchen Fällen sehe ich einerseits irgendeine toxische Situation hier, was für manche, nur für eine Gruppe, mit einer dritten Person zu tun hat. Sternzeichen Fische, Wassermann, Zwilling, Skorpion, Krebs, Steinbock, Waage, Stier. Ist, und die anderen sind hier. Ich habe jetzt die, die ich sehe. Ja? Es gibt hier dieses Gefühl von Geheimnissen und eine dritte Person, eine toxische Situation. Ja? Und irgendwie, irgendwie sehe ich hier viele Kerlchen, viele Stäbe und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, man lügt oder man geht nicht so ganz mit der Wahrheit. Oder irgendeine Situation gibt es hier, die wirklich mit Optionen zu tun hat. Ja? Wassermann. Ich sehe eine Person, die auch viel trinkt. Ja? Also das Gefühl, dass jemand viel trinkt, das Wort wirklich viel Alkohol trinken, ist hier zu spüren von jemand. Ja? Diese Gewohnheit, das ist irgendeine Gewohnheit, dieses Trinken. Dieses irgendwie, diese Situation, weil einer Person in manchen Fällen hier geht es nicht gut. Jemand geht es hier nicht gut. Und Wassermann, du weißt, wie das ist. Das kann sich spiegeln oder nicht, weil das ist ja normal. Ich sage es für den Cross Watchers, aber es gibt hier eine Person, die nicht gut geht. Das ist deutlich. Einer Person geht es hier nicht gut und diese Person wird alles Mögliche machen. Die erste Woche Januar wird hier viel Handlung geben, viel etwas. Einer Person wird wirklich hier alles möglich machen und es fühlt sich etwas. Eine Person, die darauf besteht, ja, also so ungefähr. Doch, weil ich das will, so ungefähr, ja. Also es gibt eine gewisse Manipulation. Ne? Eine gewisse Manipulation könnte man hier sehen. Ja, also das muss ich schon sagen. Weil eine Person hier... Pff.
Man spürt hier Wassermann eine ermächtigte Energie und das ist die Herrscherin. Für manche ist das so, dass die Herrscherin für dich spricht, Wassermann, ja? Ob du Mann oder Frau bist, das ist egal. Das ist eine wirklich positive Energie, die Herrscherin, ja? Aber ich sehe natürlich auch eine neue Person, die mit dir in manchen Fällen einen Altersunterschied hat. Es kann, wie gesagt, diese Erde-Element, Sternzeichen Steinbock, könnte möglich sein, muss nicht sein, vielleicht in diesem astrologischen Chart ist diese Sternzeichen sehr stark drin. Wassermann wie du sogar, Wassermann wie du, Fische, sehr präsent, Fische, Zwilling, Skorpion, ja? So wie ich dir vorher gesagt habe, die Sache ist, ich sehe hier einen Altersunterschied. Ich sehe, dass jemand, für jemand bist du sehr wichtig, oder für dich ist jemand sehr wichtig. Wie ich dir gesagt habe, es kann sich spiegeln. Du wirst sehen, wie du das für dich anpassen kannst. Aber für jemand bist du sehr wichtig. Ja? Aber diesen Altersunterschied ist da. Diese vielleicht unreife Energie ist da. Ich spüre hier in dieser Situation eine kleine Transformation, wie ich dir gesagt habe. Und in manchen Fällen, muss ich schon ehrlich sein, in manchen Fällen sehe ich hier ein Ende. In diesem Verhältnis, in dieser Beziehung. Ja? Warum? Weil jemand ist hier nicht sicher. Also es gibt hier ein Gefühl von, ich bin mir nicht sicher. Ich fühle mich nicht wohl in dieser Situation. Ich bin mir nicht sicher. Und ich muss ehrlich sein, diese Leidenschaft ist nicht hier. Also es fällt hier an Leidenschaft. Und eine Beziehung ohne Leidenschaft ist auch nicht gut. Eine Beziehung nur mit Leidenschaft ist auch nicht gut, aber eine Beziehung ohne Leidenschaft ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. Braucht man gar nicht anzufangen. Aber es kann möglich sein, dass die Finanziellen hier auch wichtig ist. Ja? Also, dass das Geld hier wichtig ist. Weil die Herrscherin ist ja eine Person, die finanziell gesehen sehr viel Stabilität zeigt, sehr viel Geld zeigt. Ja? Die Herrscherin zeigt viel Geld, viel Stabilität, ja, aber vielleicht als Anziehung ist nicht da. Die Anziehung ist nicht da, aber die finanziellen ist da. Irgendeine Situation passt hier nicht, Wassermann. Ich weiß nicht, was das ist, aber es kommt mir ziemlich spanisch vor. Ziemlich spanisch vor. Ich weiß nicht, was das ist, Wassermann. Du wirst mir besser sagen. Also mir gefällt das aber das Gefühl gerade nicht, weil, soll ich dir ehrlich sein, ich spüre vielleicht eine gewisse Interesse hier, gewisse Interesse, ja, gewisse Interesse, weil am Ende sind mehrere Optionen da, sind mehrere Möglichkeiten. Und man spürt hier, man möchte wirklich eine Entscheidung treffen. Eine Person wird darauf bestehen. Eine Person wird einfach nicht locker lassen, das habe ich ja vorher gesagt. Weil irgendwie eine Person, ja. Es gibt hier eine unreife Energie. Einfach so. Weil, Wassermann, wenn das hier nicht dein Kind ist, wenn das hier jetzt nicht ein Kind von dir ist, rede ich schon über einen Altersunterschied, einen großen Altersunterschied oder sonst über eine unreife Person. Am Ende, egal wie, ist das eine unreife Energie. Eine unreife Energie. Und irgendwie, man beendet eine bestimmte Situation hier. Man beendet. Eine Person stellt sich auf eine Defensive in eine bestimmte Situation, wo man sich einfach nicht wohl fühlt. Punkt. Man fühlt sich einfach nicht wohl. Punkt. Schluss. Ja? Ich meine, wenn eine Person nicht möchte, was will man hier zwingen? Ist meine Frage, ja? Also wenn eine Person mir sagt, du, ich bin mir nicht, weil schau mal jetzt, Wassermann, wenn jemand dir sagt, ich weiß nicht, ob ich sicher bin in einer Beziehung, das ist schon eine rote Fahne. Das spricht schon für eine rote Fahne. Hände weg. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich für dich rede jetzt gerade, ob jemand dir gesagt hat, weißt du, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich eine Beziehung möchte oder nicht. Achtung hier,
Hände weg. Hände weg. Ja, Hände weg. Das ist schon eine rote Fahne. Und die Person in dem Moment sagt zu dir, ich werde dir wehtun. Ich werde dir früher oder später wehtun. Ja, also mein Gefühl, ich rede über eine unerwiderte Liebe. Und die Sache ist, wenn eine Person nicht sicher ist, mit mir in einer Beziehung zu bleiben oder weiterzumachen, was will ich da? Und warum sollte ich bleiben? Warum? Ich habe es doch gar nicht nötig. Ich bin doch die Herrscherin. Ich habe es gar nicht nötig. Ja? Ich weiß, was ich mir wert bin. Und ich brauche das gar nicht. Also Hände weg von Menschen, die zweifeln. Hände weg. Ja? Und vielleicht hören das jetzt die Crosswatchers, also denen sage ich ganz ehrlich, wenn ein Wassermann zu dir sagt, ich weiß nicht, ob ich das möchte, Hände weg. Ja, Hände weg. Denn wenn er sagt oder wenn sie sagt, ich bin mir nicht sicher, mit diesem Satz will er dir oder sie dir sagen, ich werde dir verletzen, früher oder später werde ich dir wehtun. Ja? Also warum soll ich in einer Situation bleiben, wo ich schon von vornherein weiß, dass die Person unsicher ist? Was bringt mir das überhaupt? Oder warum soll ich eine Person zwingen, bei mir zu bleiben, wenn die Person vielleicht nicht will oder nicht sicher ist? Ja? Habe ich Angst, allein zu sein oder wie? Ich bin doch mit mir selbst, ich liebe mich, ich fühle mich wohl mit mir selbst, allein. Und wenn die Person, eine Person, die bei mir ist, ist eine Person, die mit mir gerne auch teilen möchte, freiwillig, ungezwungen. Ich möchte bei mir niemanden haben, der sich gezwungen fühlt, ja? Oder nicht frei ist. Diese Situationen habe ich nie verstanden, sage ich ganz ehrlich. Nie verstanden. Ich spüre hier eine Situation von entweder einer unreifen Energie oder du bist sehr wichtig für jemanden, sogar in manchen Fällen, diese Person sieht dich zu viel für ihn oder für sie. Ja? Also diese Person sieht dich einfach, empfindet sich selbst zu wenig für dich. Oder diese Person hat das Gefühl, kann dich nicht alles geben, was du in Wirklichkeit, ja, laut er oder sie, was du brauchst, keine Ahnung. Weil ich habe hier die Herrscherin braucht nichts von niemand. Die Herrscherin ist vollkommen, fühlt sich wohl. Die Herrscherin möchte geliebt werden und Liebe. Geliebt werden und Liebe und nichts mehr. Nicht mehr. Das ist, was die Herrscherin möchte. Weil den Rest hat die Herrscherin von alleine. Die Herrscherin braucht nichts von niemand. Nur Liebe. Ja? Also es handelt sich hier um Liebe, hauptsächlich. Und wenn die Person andere Interesse zeigt, dann gibt es hier ein Problem. Natürlich Liebe, in Liebe gehört sich dieses Mitgefühl und natürlich Leidenschaft. Wenn man jetzt nur Mitgefühl und aber eigentlich für die Person nur Interesse hat, aber keine Leidenschaft zeigt, so richtig auch körperlich gesehen, dann gibt es hier ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erkläre. Also deine Legung, Wassermann, hat mich ein bisschen aufgeregt gerade, weil das Thema mich richtig wirklich auf die Palme bringt, ja? Ja, und ich spüre hier einfach dieses unerwiderte Liebe, spüre ich hier vollkommen. Ich spüre hier eine unerwiderte Liebe. In manchen Fällen gibt es hier nochmals keine Klarheit oder irgendeine Person ist nicht ehrlich. Irgendeine Person ist hier nicht ehrlich, ja? Das sage ich dir. Und das ist nicht die Herrscherin. Das sage ich dir aber auch. Ja? Jetzt bist du die Herrscherin oder bist du der Puppe der Münzen? Aber eine Person ist hier nicht ehrlich. Und ich rede über Geheimnisse und in manchen Fällen sogar über eine dritte Person. Ja? Und jemand fühlt sich hier nicht wohl. Eine Person wird sich hier auf eine Defensive stellen. Warum? Weil einfach zu viel zum Denken gibt. Es gibt hier zu viel zum Denken, es gibt hier Zweifeln, es fühlt sich hier kompliziert. Oder man kann einfach eine Wahrheit nicht sehen. Man kann eine Wahrheit nicht sehen. Es ist schlimm. Entschuldigung, Wassermann.
Entschuldigung, weil ich bin richtig aufgeregt mit der Erlegung. Ich weiß auch nicht, was das ist, ehrlich. Also, es gibt hier, wenn ich dir ehrlich bin, Wassermann, es gibt hier eine klare Ende. Mit der Karte der Tod, es gibt hier ein Ende. Es gibt hier ein Ende mit Menschen, die zweifeln, mit Menschen, die nicht sicher sind, irgendwie. Es gibt hier diese Zweifel halt und diese Personen, die träumen tatsächlich, träumen von sich hin, ja, und vieles in der Luft, aber nichts Richtiges in der Hand. Es gibt hier ein Gefühl von, oh, Wassermann, keine Ahnung. Also Wassermann, das ist die Energie, die ich sehe. Das ist die Energie, die ich sehe für dich, für die erste Woche Januar. Du wirst mir erzählen. Du wirst mir erzählen, was das für dich in Wirklichkeit heißt. Ich sehe nicht unbedingt hier Arbeit. Dass das vielleicht mit der Arbeit verbunden sein kann, das schon. Es kann hier eine Verbindung durch die Arbeit geben. Das kann ich dir recht geben. Aber ich rede hier nicht unbedingt über Arbeit. Ich rede hier über andere Interessen. Und ich rede hier über eine ganz dubiose Sache, die mir kein bisschen gefällt. Sag ich dir ganz ehrlich. Ganz ehrlich, so spüre ich das und so sage ich dir das. Wassermann, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Also ich wünsche dir wirklich das Beste für das neue Jahr. Also vielen Dank für deine ewige Unterstützung in meinem Kanal, in unserem Kanal. Dankeschön für deine Likes, für deine Abos. Also ich weiß wirklich deine Dankbarkeit sehr zu schätzen, Wassermann. Ich bin für Wassermann sehr wirklich dankbar, weil ich weiß, wie Wassermänner den Kanal unterstützen. Ich bin euch in ewige Dankbarkeit und ihr wisst das aber auch. Dankeschön. Danke für eure Geduld. Ich meine, ja, ihr müsst auch Geduld auch manchmal mit mir haben, das weiß ich nämlich auch. Vielen Dank für eure Geduld. Und auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist, was euch wünsche. Viel Spaß, ja. Und wir freuen uns alle auf das neue Jahr. Auf jeden Fall freuen wir uns schon. Dankeschön für deine Likes, deine Abos und bis bald, Wassermann. Tschüss.